Hi, ich bin Driss. Willkommen zum Grimdark Box Mini of the Month Mal Contest von August diesen Jahres. Du fragst dich sicher, wo Eve ist. Ja, der arbeitet gerade fleißig an anderen Videos, deswegen habe ich die Ehre, diesem Video meine Stimme zu geben. Was ist diese Grimdark Box Mini of the Month? Dabei handelt es sich um einen Mal Contest der Community. Jeder, der Bock hatte mitzumachen, hatte einen Monat Zeit für die Games Workshop Miniatur des Monats zu bemalen. Also der Termagant der ersten Folie. Neben ein paar Teilnehmer von unserem Channel haben auch ein paar Leute aus der Community mitgemacht. Das war ziemlich cool. Die Gewinner wurden durch unsere Discord-Community per Abstimmung ermittelt. Schauen wir uns die Teilnehmer doch mal in keiner bestimmten Reihenfolge an. Natürlich haben wir uns die Gewinner für den Schluss aufbewahrt. Die erste Einreichung ist von Eve selbst und zeigt den Termaganten in einem ziemlich farbenfrohen und eigenen Farbschema. Ein dunkelgrüner Körper und dazu im Kontrast ein roter Panzer. Die Knarre von dem Termaganten ist in einem strahlenden Grün und die Zunge in einem gelben Gelb. Genau das wollte ich sagen. Schön ist auf jeden Fall bei diesem Paintjob, dass der Fokus nach vorne auf die Waffe und auf das Gesicht der Termagante gerichtet wird. Die blaue Alien Base rundet das Bild natürlich auch ab. Als wir im Discord abgehangen haben und uns die verschiedenen Einreichungen der Community angeschaut haben, hat sich herausgestellt, dass Eves Beitrag ziemlich polarisierend ist. Er hat bei dem Paintjob ein paar mutige Entscheidungen getroffen. Bei solchen Entscheidungen hat man immer ein starkes Feedback. Deswegen waren die Meinungen gespalten und deshalb hat es wahrscheinlich auch nicht fürs Podium gereicht, auch wenn die technische Ausführung oft gelobt wurde. Unser nächster Beitrag ist von Martin, jemandem aus der Community. Der hat sich für einen Xenomorph entschieden. Muss gestehen, für mich persönlich ist es mein Lieblingsbeitrag. Ich liebe die Alien-Filme. Schade, dass Schwarz so eine so undankbare Farbe für Paintjobs und für die Fotografie darstellt. Aber Kudos, wo sie ihn gehören, der Martin hat es echt gut gemacht. Die Atmosphäre der Alien-Filme ist definitiv rübergekommen. Die Miniatur hat es aufgrund ihrer monochromen Farbwahl echt nicht leicht. Mir persönlich geht's gut ab. Kann allerdings auch jeden in der Community verstehen, der sich wünschte, noch ein bisschen mehr Farbe drin zu sehen. Diese kleinen Lichtspielchen, die man am Arm und in der Knarre sieht, die sind schon cool. Die noch an ein paar weiteren Stellen wurde oft gesagt, das wäre Bombe. Und ich kann niemanden verstehen, der auf der Base einen Donut sieht. Wo ist ein Donut? Das ist ein Alien-Ei. Unwissendes Pack. Trotzdem, ziemlich coole Einreichung. Danke an Martin. Hoffentlich machst du beim nächsten Mal wieder mit. Nächstes ist Alex. Alex ist ein Freund des Kanals und wir haben uns wirklich gefreut, dass er mitgemacht hat. Er hat sich für ein eigenes, auch farbenfrohes Farbschema entschieden. Ich finde es persönlich ziemlich synthwavy und es geht mir gut ab. Auch hier wurde die technische Ausführung oft gelobt, was den Maljob angeht. Was die Fotografie angeht. Ja, Alex, du warst dabei, du hast alles gehört. Ich mach mal weiter, ne? Aber coole Sache. Next up, Manuel von unserem Kanal. Den kennt ihr ja schon. Er hat einen Blast from the Past. Ein Tyrannide, wie er vorher war. Böse Zungen behaupten vielleicht, er hat die Miniatur schon länger gehabt. Aber hey, ich sag nichts. Wann hat man denn wirklich mal die Gelegenheit, in so einem Malcontest die Miniatur von vorher zu sehen? Die alte Version ist wesentlich schlichter. Deshalb hat man ganz andere Möglichkeiten und Challenges. Manuel hatte sich hier für das Farbschema der High Fleet Leviathan entschieden. Und ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man sagt, er hatte eher Armee-Painting als Fokus wie kompetitives Malen für einen Contest. Ich kann mir gut vorstellen, dass die in einer Masse auf dem Tisch wirklich was daher machen. Die Base gefällt mir auch. Die rundet das Bild schön ab. Und ich weiß nicht genau, wie lange er für den Termaganten gebraucht hat. Aber für einen Armee-Painting-Job sieht es wirklich gut aus. Next up, der dritte Platz. Das ist meiner. Habe ich mich tatsächlich ziemlich gefreut, den dritten Platz gemacht zu haben. Mein Ziel war es hier, ein klein bisschen Storytelling zu betreiben. Mir gefällt der Fakt, dass Tyranniden sich auf einer anderen Welt der Umgebung anpassen. Deswegen habe ich eine Schneelandschaft gewählt und einen weißen Tyranniden.
Die wäre aber als weiß zu weiß gewesen. Und deshalb habe ich versucht, mit Rot noch ein paar kleine Farbakzente zu setzen. Wusste nicht genau, wo ich es hinsetzen sollte, deswegen konnte ich es mir nicht anders verkneifen, als mit dem Green Stuff ein paar Auswüchse auf den Rücken zu basteln. Sieht man auf dem Foto leider nicht. Ist aber da. Sollte übrigens auch kein Blut sein. Wird in der Community so wahrgenommen. Ich kann es verstehen. Aber war nicht so geplant. Aber hey. Machen wir weiter. Der zweite Platz ist von Bruce Green 1978. Das ist auch sein Instagram-Name. Bruce hat sich für die Highfleet Behemoth entschieden und besticht mit viel Liebe zum Detail und einem eigenen kreativen Twist. Das dunkle Rot vom Körper erzeugt eine schöne Atmosphäre. Und der schwarze Chitinpanzer mit den desaturierten blauen Edge-Highlights, das wirkt einfach. Hinzu kommen noch die anderen Farben, mit denen er spielt, mit dem Grün in den Waffen, was auch in der Base wieder aufgenommen wurde, und das gelbe Auge, bringen noch mehr Leben rein, ohne wirklich zu bunt zu wirken. Außerdem ist er der Einzige, der die Bobble auf dem Chitinpanzer im Rücken in einer anderen Farbe gemalt hat. Ich weiß nicht, warum man nicht drauf kommt. Das sieht cool aus. Als wir zusammen im Discord waren und uns das Bild betrachtet haben, ist uns mit der Zeit immer mehr Details aufgefallen. Ob das jetzt irgendwelche Sachen im Gesicht sind, wie Speichel oder Zahnfleisch oder die Highlights, die Farbverläufe. Der Bruce weiß, wie er mit dem Pinsel umzugehen hat und hat sich verdient den zweiten Platz geschnappt. Hammer Paint Job. Danke für die Einreichung. Trotzdem ende ich mit einer offenen Frage. Ich habe keine Ahnung, was die Base darstellen soll. Kommen wir jetzt zum Gewinner. Einen kleinen Trommelwirbel für den besonderen Spotlight. Auf dem ersten Platz haben wir den Termaganten von Alex. Nein, das ist ein anderer Alex. Dieser Alex ist auch aus der Community. Alex überzeugt durch einen richtig Bomben-Paintjob. Und auch wenn dieser Termagante von der Highfleet Behemoth ist, sieht man, wie unterschiedlich die Künstler drangehen können. Die Community hat vor allem die Farbwahl und die Pinselkontrolle immer wieder herausgestellt und da muss ich mitgehen. Der Alex kann. Deshalb hier noch einmal ein persönliches herzlichen Glückwunsch von mir. Der Gewinner von diesem Contest erhält dieses Mal einen 10-Euro-Gutschein vom Taschengelddieb. Und ich möchte hervorheben, dass es nicht gesponsert ist. Der Gutschein kommt aus eigener Tasche. Das ganze Team bedankt sich bei der Community für die Einreichung und die Teilnahme bei der Abstimmung. Und falls dieses Video bei dir Bock gemacht hat, auch mal mitzumachen, dann komm doch einfach auf unseren Discord-Channel. Der nächste Contest findet im Dezember statt, also stay tuned. Eine letzte Frage habe ich allerdings auch an dich. Welche Miniatur hat dir eigentlich am besten gefallen? Schreib's doch unten in die Kommentare. In diesem Sinne, ich bin Driss und ich freue mich auf das nächste Video. Ciao.